Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Hörspiel. Heute gibt's wieder eine Kakerlakenparty. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die Videos aus der vergangenen Woche. Allerdings vollkommen unkommentiert und als Hörspiel. So, dass ihr dieses Video einfach im Hintergrund nebenbei laufen lassen könnt. Zum Entspannen, zum Einschlafen, zum Joggen, Fahrradfahren oder was euch sonst dabei noch so einfällt. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren und wer möchte, mich auch auf Instagram und Twitter zu besuchen und dort natürlich auch ein Abo zu hinterlassen. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei unserem Hörspiel. Hallo, guten Morgen. Ich höre mit hier Rentorte, ja. Gustav Rentort. Ich bin Mark Rosenthal und ich melde mich von Online-Handelsplattform. Sie sind bei uns als Kunde registriert und deswegen ich melde mich, ja? Ach so, weil das haben Sie aber schön abgelesen. Nein, das Sextrade. Herr Rentorte. Ach ja. Ich bin noch Mark Rosenthal. Ja, Sie primitives Wesen haben ja einfach aufgelegt. Ja. Und Sie besitzen ein Handelskonto bei uns, ja? Und das bedeutet natürlich... Ja, ja, das ist schon aktiv. Da habe ich schon 7.000 Euro aufgeladen. Okay, mit welcher Plattform? Ja, da bei euch. Herr Gustav, Sie besitzen ein Handelskonto, ja? Und wenn Sie zum Beispiel kein Interesse haben, dann warum sind Sie registriert? Oder was war Ihre Vorstellung oder Ihr Ziel? Eine kleine Biene. Okay. Und bei uns, Sie haben so gute Möglichkeit, ja, einfach erfolgreich handeln. Okay, kann man bei Ihnen viele kleine Bienen kaufen und streicheln? Nein, das, wir arbeiten, wieso? Dann sind Sie kein gutes Unternehmen. Nein, Sie können eine Investition machen und dann kann erfolgreich handeln bei uns. Geld macht Geld, ja? Wir kaufen nichts für Sie oder für jemanden. Das eine Firma. Das ist aber unfreundlich. Okay, wenn Sie kein Interesse haben, dann ich verabschiede mich. Hier zwingen gar nichts, ja? Ja, nee, ich sag ja nur, dass Sie unfreundlich sind und die Unternehmen scheiße. Okay, dann ich schicke eine E-Mail. Nee, ich will keine E-Mail von Kakerlaken. Okay. Weil okay, da muss ich ja sonst Moment, so viel Insektenspray da immer okay. reinmachen. Ein Moment, ich bin Weiterleiter. Ein Moment, bitte. Ja, jetzt kriege ich ein intelligentes. Ja, hallo, schon guten Tag. Ich grüße Sie, Christi Wagner ist hier. Ah. Spreche ich mit Gustav Rentorte, ja? Ja. Sehr gut. Ich grüße Sie bitte, ich melde mich von Online-Handelsplattform. Ja, warum lesen Sie denn jetzt, exakt die gleiche Scheiße vor wie der Typ davor? Zuerst diese scheiße Anmeldung, Sie haben selbst gemacht, wenn Sie denken, dass es scheiße ist. Naja, pass mal auf, Püppi. Püppi, ja? Püppi, halt mal kurz die Luft an. Püppi, okay, so, ich will mit dir reden. Okay, aber Sie sind... So. Sind Sie erwachsene Menschen, kannst oder? Kannst du jetzt mal deine Schnauze halten, dass ich auch was sagen kann, oder bist du dazu zu dämlich? Tut mir leid, aber... Ja, ich merke schon, dein Gehirn ist einfach zu blöd. Ausreden lassen. Ja, das ist gar nicht. Hast du eine Macke? Wenn Sie hast denken, du einen kompletten diese Dachschaden? Diese Scheiße, Sie haben es selbst gemacht. Tut mir leid, wir haben nicht viele Zeit, mit Ihnen zu sprechen. Du bist ja? eine Scheißbetrügerin. Hallo. Ja. Hallo. Guten Tag, Martha am Apparat von Stock 44-Offizieren. Spreche ich mit Herrn Hartmut? Herr Schimmeldöner, meinen Sie? Bitte? Wen möchten Sie denn sprechen? Herr Hartmut Schimmeldöner. Ja, habe ich ja gesagt. Das sind Sie, okay. Ich grüße Sie, Sie haben bei uns ein Handelskonto geöffnet, um Geld zu verdienen. Mhm. Bei StockVC. Nee, das stimmt nicht so richtig. Das, ich hab mich in der Werbung angemeldet und ihr habt dann die Daten abgekauft. Sie haben wahrscheinlich eine Werbung gesehen und dort haben Sie selber Ihre E-Mail-Adresse und Nummer eingegeben. Man kann seine Daten kaufen in 2022. Hallo. Mhm. Wissen Sie, was für Datenschutz es gibt und so weiter? Ja, einen Datenschutz haltet ihr euch ja nicht.
Genau, es gibt sehr viel davon. So, bezüglich Ihrer Konto, was möchten Sie damit machen und warum haben Sie das ausgemacht, wenn Sie nichts machen? Naja, ich wollte da ja eigentlich Geld verdienen, aber da hat dann eine blöde Kuh angerufen, die da total unseriös war und hat ins Telefon gelutscht. Was hat sie gesagt? Ja, lauter Unsinn halt. Wie zum Beispiel? Naja, da war eine dabei, die halt so Unsinn gelabert hat. Was weiß ich. Hab ich doch nicht aufgeschrieben, ist doch schon ein paar Tage her schon wieder. Ah, und sie hat angerufen und nur so rum erzählt über das Ganze hier. Naja, unseriösen Kram hat sie erzählt. Sie sagt, ich werde da reich und mache Millionen und... Ah, nein. Hat sie also aber reich, gesagt. Nein. Reich kann man nicht werden von heute auf morgen, sowieso, egal was ist. Sie können ein potenzielles Profit machen, ja, aber sie können nicht von heute auf morgen. Da muss ich aber jetzt auch wieder widersprechen. Sie sagen, man kann nicht von heute auf morgen reich werden. Natürlich, ich bin über Nacht reich geworden. Ich habe geerbt. Nicht bei uns, entschuldigen Sie. Ja, das ist klar, dass man bei Ihnen nicht reich werden kann, ja. Genau. Also, vielleicht natürlich mit der Zeit schon, aber von heute auf morgen werden Sie nicht reich. Nee, mit der Zeit auch nicht. Aber eigentlich schon, ja. Es gibt halt Zellen. Es gibt Zellen und Zellen. Nee, die Einzigen, die reich werden, sind ja eure Chefs. Mehr oder weniger, natürlich arbeiten wir natürlich hier für unsere Kunden, damit sie ein potenzielles Profit erzielen. Aber zum Beispiel mit den 250, ich weiß nicht, wie reich sie da werden können. Wissen Sie, es kommt auch drauf an und das Geld, was sie halt investieren. So, jedenfalls, was möchten Sie machen, Herr Schimmeldörner? Ich habe als erstes erstmal... Ja? Ja. Was möchten Sie machen? Dass für einfach reicht. Bitte nochmal? Das für einen. Sprechen Sie ein bisschen deutlicher, bitte. Ich habe keine Schokolade im Mund. Das haben Sie nicht? Ich habe Schokolade im Mund. Okay, gut. Dann schlucken Sie runter und sagen Sie mir, was Sie machen möchten. Ist das nicht eigentlich Ihre Aufgabe, das mit dem Schlucken? Also, was möchten Sie hier weitermachen? Ich habe Geduld und ich... Sie können mich nicht nerven, also ist schon okay. Okay. Also? Was denn? War da eine Frage, dann habe ich nicht zugehört. Was Sie weiterhin machen möchten mit dem Handelskonto, was Sie bei uns geöffnet haben? Ist das eine Fangfrage? Nochmal? Ist das eine Fangfrage oder eine Kreuzfrage? Eine Kreuzfrage. Oh. Okay. Ich warte, bis Sie mir eine Antwort geben. Dann nehme ich die erste. Ich habe geantwortet. Hallo? Ja, ich bin schon hier. Ich warte auf deine Antwort. Ja, ich nehme das erste. Das erste, okay. Das erste bekommen Sie gleich. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Wer ist denn da? Mein Name ist Regina. Mit wem spreche ich gerade? Ja, mit Herrn Schimmeldöner. Also, ich habe ihn noch nicht gehört. Mit Herrn Schimmeldöner. Also Schimmel von Kuchen, aus Kuchen oder Schimmel aus Bad? Was für ein Ding? Von Schimmel, aus von Schimmel, was von Schimmel? Na, Schimmeldöner. Ah, Schimmeldöner, okay. Schönen Tag noch. Jo, Mäuschen, du bist noch in der Leitung. Ich dachte, wir haben da jetzt jede Menge Zeit. Und man nimmt sich da Zeit. War ja wohl dann doch gelogen. Naja. So viel zum Thema Seriosität.
Mäuschen, du bist immer noch in der Leitung. Ja, guten Tag. Es geht um Onlinehandel. Haben Sie Interesse? Mit wem spreche ich denn da bitte? Es geht um Onlinehandel. Haben Sie Interesse dran, oder? Na, mit wem spreche ich denn da bitte? Sie sprechen mit der Kontobetreuerin Diana. Ich sehe, dass Sie haben sich eingemeldet im Onlinehandel, richtig? Ja, und wen möchten Sie sprechen? Jetzt kann ich Ihnen helfen, das Konto zu aktivieren, ja? Ja, wen möchten Sie denn sprechen? Sie sind Sigmund oder nicht? Das ist mein Vorname. Weiter. Aha. Sigmund Voldemort, ja? Ja, genau. Ja, und jetzt kann ich Ihnen helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Das klingt aber prima. Bitte? Ich sag, es klingt prima. Ja, und haben Sie Interesse dran? Möchten Sie Investitionen machen zu Ihrem Handelskonto? Na, wie viel muss ich denn da reinstecken? Bitte? Wie viel muss ich denn da reinstecken? Haben Sie Interesse oder nicht? Sie können einfach kurz antworten. Ja, hab ich doch gesagt, jetzt schon 4 oder 5 Mal. Bist du zu blöd zum Hinhören oder was? Ich habe kein Interesse mehr. Oh Gott, sag mal, deine Intelligenz, die haben sie wirklich aus dem Mülltonne geholt. Könnte sein? Irgendwas muss mit dir nicht stimmen, mein Mädchen. Sie haben selbst das gemacht, wissen Sie. Ja, aber irgendwas muss bei dir nicht richtig sein, Mädchen. Ich habe jetzt schon 6 oder 7 Mal ja gesagt und du redest immer irgendeine Kacke weiter. Das heißt, Sie haben Ihr Interesse verloren, ja? Ja, jetzt wegen dir ja, weil du viel zu blöd bist. Ich noch. Ja, wünsche ich dir nicht die Betrüger. Warum? Ja, weil du ein Betrüger bist. Sie sind auch Betrüger. Nee, du zockst so Leute ab. Nee. Wiederhören. Ekelhaft bist du. Du bist. Ja, du bist wieder nicht du. Scheiß Kakerlake, du. Ja, jetzt sind wir fertig, glaube ich. Nur mal ein bisschen angekotzt und jetzt können wir auflegen, glaube ich. Einen schönen guten Tag, spreche ich mit Herr Schaukel, Schaukelfimmel? Ja. Ja, also ich spreche der Kontoberaterin Christina Meyer. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung an. Aha. Es geht um Access Capital. Sie müssen mit uns investieren und Geld verdienen, richtig? Ja. Okay, gut. So, wissen Sie etwas über unsere Dienstleistungen? Nö, bis jetzt noch gar nicht. Ich habe mich hier nur bei so einer Werbung angemeldet. Aha, okay, aber wir helfen den Anfängern, ihre erste Schritte im Handel und in Investierung machen. Mhm. Vielleicht müssen Sie das probieren mit uns. Wir geben eine sehr gute Bedingungen. Ja. Sicherlich nicht. Was sind dann die guten Bedingungen? Okay, unsere Bedingungen. So, Sie machen einen kleinen Vertrag, 250 Euro. Für diesen Betrag, Sie bekommen einen Geschenkbonus, 75 Euro. Mit diesem Geschenkbonus, Sie können starten investieren. So, was bedeutet das? Wir geben Ihnen unser Probesystem und unsere Finanzberater. Während diesen 2 Wochen, Sie können probieren, sehen, ja, mit unseren Finanzberatern sprechen. Sie werden alles über Kryptowährungen oder über Aktien, ja, oder über Rohstoffen erzählen. Und ich habe eine Frage danach. Mit was wollten Sie gerne investieren? Ja, weiß ich nicht. Ich kenne mich halt da noch gar nicht so aus. Wir können das probieren, mit Kryptowährungen investieren, weil unsere Kunden ja mehr Geld mit Kryptowährungen verdienen können. Ja. Gewöhnlich ist es ja. Nun, ich habe gesagt, dass Sie können 250 Euro bezahlen einen Betrag. Außerdem, wir haben eine andere Variante, 500 Euro. Für 500 Euro, Sie bekommen einen Geschenkbonus, 200 Euro. Hören Sie mich? Ja, ja, ich höre Sie, ja. Ja, gut. So, wir können, das Einzige, was Sie so tun müssen, jetzt ist in Ihr Konto einzuloggen und dann den Kontostand zu überwachen und dann Sie bekommen alle unsere Dienstleistungen. Und wenn Sie nach diesen 2 Wochen ja denken, nein, ich will nicht
mit dieser Firma arbeiten. Ich verstehe, dass es nicht für mich oder etwas noch. So, Sie können Ihr Geld sehr einfach zurücknehmen. Sehr einfach zurücknehmen mit diesem Geschenkbonus. Mit diesen zum Beispiel 75 Euro. Aha. So, es ist ganz einfach. Es ist sehr eine gute Möglichkeit. Wir geben unseren Kunden. So, wir können in Ihr Konto einzuloggen und dann starten, Geld verdienen. Haben Sie einige Fragen? Was sind für ein Konto? Okay, Konto. Sie gehen, ich werde Ihnen unsere Website-Link schicken. Ich habe dort Ihre E-Mail-Adresse. Herald Schaukel Pimmel, ja? Mit Punktzeichen, ja. Ja, mdtt.de. Ja. So, ich kann Ihnen unsere Link schicken. Dann öffnen Sie dieses Link. Lassen Sie eine Frage stellen. Ja, zum Beispiel, wenn wir starten, ja, welche Bezahlungsmethode ist besser für Sie? Zum Beispiel, wir können mit Visa, mit Mastercard arbeiten, also Girokarte oder Sparkasse. Was für eine Karte haben Sie? Achso, und dann nehmen Sie da auch Bargeld? Wie bitte? Nehmen Sie auch Bargeld? Ich können Sie nicht hören, bitte. Können Sie wiederholen? Und nur, ob Sie Bargeld nehmen? Bargeld nehmen? Ja. Einen Moment. Mein Deutsch ist nicht so gut. Entschuldigen Sie mir bitte. Ja, das mag ich. Ja. Entschuldigen. Aber ja, ich versuche Ihnen zu helfen und ich muss wissen, vielleicht haben Sie Online-Banking. Ja, sowas habe ich auch, ja. Ja, so, wir können durch Online-Banking alles machen. Ich werde Ihnen eine spezielle Link senden und Sie werden alle Ihre Daten, Name nach Name, dort schreiben. Dann Ihr Geld geht auf Ihr Konto. Ja, niemand kann in Ihr Konto einloggen ohne Sie. Ja, Sie wissen Ihr eigenes Login und Passwort. Dann dieses Geld kommt und nach zwei Tagen. Ja, nach zwei Tagen, die bekommen die Anrufe nach unseren Finanzberatern. Sie werden mit Ihnen alles diskutieren, erzählen, ja? Sie werden alles wissen. So, jetzt, ich schicke Ihnen unsere Webseite, Sie können unsere Webseite sehen und außerdem dieses Link. Sind Sie fertig, das jetzt zu machen? Ja. Ah, gut. Okay. So, Ihre Mail-Adresse. Einen Moment. Eine Minute, ja, ich werde dir das Kind schicken. Ja. Online-Banking. Also, jetzt schicke ich Ihnen unseren Link. In die Subjekte habe ich Axis Capital geschrieben. Also, Sie haben jetzt was per E-Mail geschickt. Wie? Sie haben jetzt was per E-Mail geschickt. Ja, E-Mail. Ihre E-Mail. Ja, dann mache ich mal schnell den Computer an. Ja, Computer ist gut. Wir werden mit Online-Banking arbeiten. Ja, aber ich soll dann den Computer anmachen, ja? Sie füllen alle Informationen und dann Sie bestätigen Ihre Bezahlung in Ihrem Online-Banking. So, Sie werden sehen, wo Ihr Geld geht. So, Sie werden alles sehen. So, Sie müssen nur das bestätigen in Ihrem Online-Banking. Haben Sie meinen Brief bekommen? Na, soll ich denn jetzt den Computer anmachen? Ah,
also Sie können das nicht in der Candy zum Beispiel öffnen. Ja, soll ich den Computer jetzt anmachen oder nicht? Ich habe das geschickt und Sie brauchen nur meinen Brief öffnen. Na, also soll ich jetzt den Computer anmachen? Sie wollten gerne am Computer das machen, richtig? Ja, soll ich den jetzt einschalten? Okay, so, vielleicht oder kann nicht. Ich Ihnen später anrufen, wenn Sie am Computer... Nein, ich würde den ja anmachen, wenn Sie das wollen. Können Sie bitte wiederholen? Na, ich sage, ich würde den einschalten, wenn Sie das möchten. Sie möchten nur überlegen. Das habe ich nicht gesagt. Meine Frage war, ob ich den Computer einschalten soll. Einen Moment. Da reicht dann die Intelligenz schon nicht mehr aus. Tja. Hallo. Ja, wer ist denn da? Was für eine Frage haben Sie? Guten Tag, ich bin Manuela Lehmann. Manuela Lehmann, ja. Ja. Na, meine Frage war, ob ich jetzt den Computer dazu einschalten soll. Was machen? Entschuldigung? Die Frage war, ob ich jetzt den Computer einschalten soll. Ja, möchten Sie per Computer das machen? Haben Sie Visa, Master oder Online-Banking? Na, hä? Was hat denn das jetzt mit dem Computer zu tun? Haben Sie Online-Banking? Sie sind oder Visa, also Sie Master. Sind ja genauso intelligent wie die Tante davor. Nämlich gar nicht. Ich habe eine Frage gestellt. Okay. Kriege ich die auch beantwortet oder weiß ich nicht? Ich hab gefragt, Entschuldigung. Ja, aber ich habe zuerst eine Frage gestellt und die bis jetzt noch nicht beantwortet bekommen. Sie brauchen das nicht machen, wenn Sie keine Masterkarte haben. Wenn Sie Masterkarte haben, können Sie Ihren Computer einschalten. Wenn nicht, können Sie per Online-Banking eine Überweisung machen. Ach so, und das mache ich dann nicht am Computer oder wie? Ja, wenn Sie Visa oder Master haben, machen Sie per Computer. Ja. Wenn Sie eine Überweisung machen müssen, öffnen Sie Ihre Online-Banking. Ja, also soll ich jetzt den Computer anmachen oder wie? Machen Sie an, ja. Ja, dann gehe ich jetzt den Computer einschalten. So, dann bin ich jetzt im Arbeitszimmer. Ich muss mal eben den Staubsauger weglegen. Hallo, ich bin's hier. Ja. So, haben Sie auf dieses Link geklickt? Nee, ich soll ja erstmal den Computer anmachen, hat ja die andere Frau gesagt. Dann mache ich jetzt erstmal den Computer an. Okay. So, okay. Fährt jetzt hoch. Herr Schaukelfimmel, haben ja. Sie Ihr Computer einschalten? Ja, der fährt gerade hoch. Und dann, ja, Sie können meinen Link hier. Ja, ich muss mich ja erstmal einloggen. An den Computer. Ja, ich warte. Ja, warum läuft denn da hinten Musik bei Ihnen? Können Sie bitte lauter sprechen? Ich kann Ihnen... Die Frage war, warum da im Hintergrund Musik läuft. ja, es ist für unsere Motivation, wissen Sie. Ach so, können Sie da mal was anderes anmachen? Marianne Rosenberg oder so? Entschuldigen Sie mir bitte für diese Musik. Ja, können wir da was anderes hören? Gib mal da ein Marianne Rosenberg. Ja, ja. Aber ich kann nichts machen. Es ist Politik unserer Firma. Ach so, das ist die Politik der Firma. Dann ist aber eine komische Firma, wenn man sich dann nicht mal die Musik aussuchen kann. Ja. Aber ich hoffe, Sie können mir gut hören. Ja, ja. Hören Sie mich jetzt auch gut? Ja, jetzt ich kann. Okay, ich spreche extra ein bisschen lauter. Dankeschön. Gerne. So, jetzt muss ich hier mein Passwort am Computer eingeben. Okay. So, ist noch keine E-Mail da. Keine E-Mail? Nein. Wie
kann das passieren? Herald Schaukel Himmel. Ja, mit einem Punkt dazwischen. Ich werde Punkt dazwischen. Okay, ja, Punkt dazwischen. So, ich werde noch einmal das machen. Noch einmal? Ja. Mhm. Einen Moment. Aha. Ja, so, jetzt. Ich habe geschickt. Ja, ich habe das geschickt. Ja. Haben Sie bekommen? Jetzt habe ich was bekommen, ja. Oh, gut, sehr gut. So, klicken Sie bitte dieses Link. Och, ist ja lustig, da steht USA 28. Bin ich der 28.? Entschuldigen Sie mir bitte, können Sie lauter sprechen? Noch lauter? Da ist es gut. Ja? Bei mir steht da USA 28 an dem Link. Bin ich jetzt der 28.? Ja, es ist dieses Link. Ah ja, also ganz neue Kundenseite. Ja, es ist okay, es ist unser Link für Online-Banking. Ja. Klicken Sie dieses Link und dann select, Sie werden sehen, pay for your order, in English, auf Englisch, ja? Ja. Ja, so, select currency, Euro, dann pay now und Sie werden sehen, so Informationen, amount, dort schreiben Sie 250 Euro. Ja, richtig? Keine Ahnung. 250 investieren, richtig? Wie viel muss ich da reinstecken? Hallo? Ja, ich bin hier. Okay, jetzt werden wir ein anderes machen. So, ich werde Ihnen, unsere Überweisungsinformation schicken. Okay? Es wird für Ihnen leichter. Ja? Okay, so jetzt, ja. Ja, Ihre E-Mail-Adresse, so einen Moment. Passt alles? Ich habe eine Frage. Können Sie einfacher eine Überweisung machen? Per Online-Banking? Na, ich dachte, das machen wir so. So, Sie öffnen Ihre Online-Banking und dann ich schicke Ihnen unsere Überweisungsinformation. Ja. Und Sie schicken. Können Sie das machen? Ich kann das jetzt schicken. Ja. Per E-Mail. Ja, okay. Ich habe das geschickt und dann, ja, haben Sie, eine Minute. Haben Sie mal eine Überweisung gemacht? Ja. Okay, sehr gut. So, ich habe das geschickt. Ja, und wenn Sie machen, schicken Sie uns Foto per E-Mail, ja, dass Sie das gemacht haben. Warum? Wir brauchen das Wissen, dass Sie uns eine Bezahlung, ja, gemacht haben. So, weil so, sonst, als Empfänger, wegen dem Mittelsmann denn, ne? Weil sonst kriegt er das nicht raus, ob das wirklich eingegangen ist. Wegen dem Mittelsmann-Konto. Hallo? Ja? Ja, Sie können eine einfache Online-Überweisung machen, richtig? Ja. Ja, ich habe eine Information per E-Mail geschickt. Haben Sie das schon gesehen? Was denn? Sehen Sie? Nein. Okay, sagen Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Na, die steht doch da drin. Ich habe doch schon eine andere E-Mail bekommen mit einem Link. Okay, dann checken Sie im Spam. Vielleicht können Sie das finden. Nee, da ist nichts drin. Jetzt ist was gekommen. Ja? Von ja. Christina Meyer. Ja. Ja, das ist diese Überweisungsinformation, das ich geschickt habe. Aber Christina schreibt man nicht mit K, Christina schreibt man mit C. Nein, Christina kommt aus Polen und Christina schreibt mit K. Aber der Nachname Meyer kommt ja nicht aus Polen. Also Christinas Vater ist ein Deutscher und Mutter ist eine Polnische. Aber sie sind geschieden und Christina wohnte damals in Polen. Ja, jetzt... Sie lebt in Deutschland. Aha. Ja.
Warum? Das ist eine einfache private Information. Ja, ich möchte nicht so tief gehen und alles wissen. Sie ist einfach meine Mitarbeiterin. Ich helfe einfach. Ja, ist sie nett? Und diese ja, private Information interessiert mich nicht. Ach so. Ja, interessiert mich auch nicht. Super. Ja. Ja, wissen Sie ja, wieso können Sie eine einfache Überweisung machen? Jetzt machen Sie per Online-Banking und schicken Sie mir ein Foto als Bestätigung, dass Sie das gemacht haben. Ja? Ja, wofür ist das Foto? Für den Mittelsmann? Ja, wenn Sie eine Überweisung machen, muss ich sehen, ja, dass Sie das gemacht haben. Wir brauchen einen Tag warten, bis diese Überweisung kommt. Richtig? Ja, kann man deswegen da nicht so lange abwarten? Noch ein Tag. Ja, dann warten wir so lange. Es ist immer so. Eine Überweisung kommt von 1 bis 3 Tage. Ja, dann warten wir so lange. Wenn Sie möchten nicht, können Sie nicht warten. Für morgen können wir einen Termin vereinbaren und Sie können mit Ihrem Finanzberater sprechen. Ja, habe ich überwiesen jetzt. Haben Sie, können Sie ein Foto schicken? Nee. Als Bestätigung? Nee. Dass ich... Wieso kann ich also sicher wissen, dass Sie das gemacht haben? Na, indem Sie auf Ihr Konto in 3 Tagen gucken. Ich glaube nicht, Entschuldigung. Nee, sind Sie nicht gläubig? Sie müssen, Entschuldigung, ja, wir sind seriöse Leute, ja? Ja? Möchten Sie das machen? Machen Sie das und schicken Sie ein Foto als... Na, ich habe doch schon überwiesen. Ich kann das nicht jetzt sehen, ja? Und ich kann nicht 3 Tage warten. Ich brauche Ihr Konto. Na klar, machen doch Amazon und so auch. Bonusgeschenk schicken. Andere warten doch auch 3 Tage. Okay, dann ich warte 3 Tage, aber ich kann kein Bonusgeschenk für Sie reservieren. Aha. Warum? Es ist nie so schwer, die Bestätigung, einfach, dass Sie das gemacht haben, einfach ein Foto, Screenshot machen und uns schicken. Ja? Es ist nicht so schwer. Aha. Ja, das ist einfach ein Foto als Bestätigung, dass Sie das gemacht haben. Aber muss ich doch sonst auch nicht machen? Sie können das nicht machen, das ist Ihre... Also wenn ich hier, gucken Sie mal, wenn ich hier auf Dildoking mir wieder was Neues bestelle, hier auf dildoking.de, denn dann muss ich da, wenn ich da überwiesen habe, ja auch nichts hinschicken. Ja, ich bin nicht dagegen, ich sage nicht, Sie müssen das schicken. Wieso arbeiten andere, also Webseite anderer Unternehmen? Das gibt, also überhaupt interessiert mich nicht. Ja. Ich weiß, wieso wir arbeiten. Wir brauchen ein Foto als Bestätigung, damit wir also warten, bis also wir ein Konto eröffnen für Sie, ja? Wenn Sie das nicht schicken, das ist Ihre Sorge. Wir können nicht ein Konto eröffnen. Ja, aber ich habe ja schon überwiesen. Aber wieso kann ich wissen, dass Sie das gemacht haben? Na, indem Sie einfach auf Ihr Konto drauf gucken in 3 Tagen. Warum? Wenn ich jetzt gucken kann und einen Platz für Sie mit Bonusgeschenk reservieren kann. Wissen Sie, dass für 250 Euro Überweisung bekommen Sie auch 75 Euro als Bonus? Müssen Sie keinen Bonus bekommen? Ich kann 3 Tage warten. Warum kriegt man denn da keinen Bonus, wenn man kein Bild schickt? Ist man denn nicht anständig? Bonus funktioniert jetzt. Ja. Wieso kann ich für morgen oder übermorgen für Sie einen Bonus reservieren? Ja. Was ja? Sie brauchen ein Foto schicken als Bestätigung, dass Sie unsere Kunde sind. Sie haben diese Überweisung gemacht. Und ich hinzufüge noch 75 Euro Bonus. Wir können 2-3 Tage warten, bis Ihr Geld kommt und insgesamt mit unserem Bonus, mit Ihrem Geld können Sie Ihr Handel starten. Müssen Sie nicht, ich kann einfach jetzt auflegen, ohne Bonus. Nee. Ich kann auflegen und warten, das ist keine Sorge für mich. Aber so ist unser Prinzip. Sie haben Geld überwiesen, wir müssen ein Foto haben. Ja, und was macht ihr denn mit dem Geld? Was machen wir? Starten für Sie ein Handel. Sie machen, also Sie öffnen Ihr Konto, ja, sozusagen. Sie arbeiten mit vollautomatischem System. System arbeitet mit Algorithmus.
und Sie können jederzeit gucken, was passiert im Finanzmarkt. Sie können einfach dieses Algorithmus checken, um zu sehen, wieso das läuft. Zum Beispiel, Algorithmus kann zeigen, Kryptowährungen sinken oder steigen, Aktionen sinken oder steigen. Wenn Sie sehen, das sinkt, Sie können Ihr Geld auszahlen lassen. Das heißt, Sie können nochmal investieren, oder? Mit Ihrem Geld weitermachen. Und Sie werden mit Ihrem Finanzberater sprechen, um besser zu verstehen, was für eine Aktion oder Kryptowährung ist besser für Sie beim Handel. Ja. Schicken Sie jetzt ein Foto oder was? Ja. Okay, dann ich warte, ja? Ich leite weiter, meine Mitarbeiterin spricht mit Ihnen. Wenn Sie dieses Foto schicken, ich reserviere also Bonus 75 Euro für Sie, okay? Ja. Jetzt, ich muss mit meiner Kunde sprechen. Ja. Hallo, Herr Schaukler-Zimmer. Ja. Ich bin da. Ja. So, ich warte jetzt, wenn Sie uns ein Foto schicken. Ja. Was soll da drauf sein? Was? Was soll ich da drauf machen? Sie sollen nur Foto schicken. Es ist alles. Und ja. Dann, wir werden Ihnen alles schreiben, so. Und dann brauche ich Ihre Informationen. Ja. Ich werde ein paar Fragen stellen, aber schicken mir bitte ein Foto. Ja. Zuerst. Was soll da drauf sein? Einen Moment. Nun reicht die Intelligenz wieder nicht mehr. So, Herr Schaukelpimmel, auf einem Foto brauchen wir nur sehen, dass Sie eine Überweisung gemacht haben. Es ist alles. Also wie ich am Bankautomaten dann stehe. Oder wie? Ah, ja, ich bin hier. Ich bin hier. Also soll ich ein Foto machen, wie ich gerade dabei bin, das zu überweisen? Ja, so, Sie machen, Sie bestätigen Überweisung. Und ja, Sie sehen auf Ihrem Screen, Sie sehen das und Sie machen eine Foto, dass Sie hat das gemacht. Und Sie schicken das zu mir. Das ist alles. Sie werden diese sehen, ja? Sie haben das, diese Überweisung gemacht. So. Also soll ich ein Foto davon machen, wie ich gerade was überweise? Ja, machen Sie. Ja. Moment. So habe ich jetzt geschickt. Ja, jetzt werde ich das befruchten. So. Ich kann nicht Ihr Brief sehen. Haben Sie das zu Christina Mayer gesendet? Ja, ich habe geantwortet. Aha, geantwortet. Ja. Jetzt habe ich. Ja. Einen Moment. Einen Moment. Ja. Okay. Also, Herr Schaukelpimmel, ich habe dieses Foto gesehen jetzt und es ist nicht ein reales Foto. Doch. Haben Sie eine Beweisung gemacht? Na, haben Sie doch gesehen. Ich sollte doch ein Foto machen von der Überweisung. Habe ich doch gemacht, wie ich überweise. Es ist nicht Ihre Überweisung. Es ist nur das Bild aus dem Internet. Ich kann das sehen. Ja? Ja, also ich brauche das Foto auf Ihre Überweisung, nicht der Foto aus dem Internet. Verstehen Sie? Ja, aber das haben Sie nicht gesagt. Warum? Aber es ist logisch, nein? Für mich nicht. Es ist logisch. So, wenn Sie das machen wollen nicht, warum muss ich meine Zeit verschwenden? Sagen Sie mir bitte. Ja, das weil Sie dann in der Zeit, wo Sie bei mit mir am Telefon hier machen und so. Ja, ich bin am Telefon für meinen Kunden. Und warum schicken Sie mir dieses Foto? Warum? Ja, wenn Sie mich ausreden lassen, hier, dann kann Ihnen ich sagen. Zu helfen. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. So, möchten Sie eine Überweisung machen, oder nicht? Ja, habe ich doch.
Aber dieser Foto, es ist ein Foto vom aus Internet, verstehen Sie? Es ist nicht ein reales Foto. Warum ist das aus dem Internet kein reales Foto? Warum haben wir diese Gespräche jetzt? Ja, weil du sein Betrüger und Abzocker. Nein, wir sind keine Betrüger. Doch. Wir helfen unseren Kunden. Nein. Und wenn Sie nicht interessiert, Sie können Lügner, mir das sagen. Lügner, Betrüger. Oh, Sie haben nur mein Teil verschwunden. Genau. Gut. Ja, sehr intelligent. Eine sehr gute Arbeit. Ja, sehr danke. Gute Arbeit. So, ja, okay. Mhm. Bis später. Schönen Tag. Ja, du nicht. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Willen Berg Max. Herr Markus Lauchsange. Ja, sind Sie das? Ja, aber Sie sind nicht die Frau von dem Bild gerade eben. Oh, ich vertrete Brokerbüro mit der Evo Capitals. Was meinen Sie? Sprechen Sie jetzt gerade mit einer Frau? Ja, weil da stand, dass mich eine Frau anruft und da war sogar ein Bild dazu. Nur, Sie haben sich registriert für Bitcoin-Investitionen interessiert. Ich soll Sie begleiten. Da stand aber, dass mich eine Managerin anruft. Und mit Bild von einer Frau. Nein, ich bin Manager, ich bin ein Herr. Also sind Sie weiblich? Nein. Warum nicht? Ich vertrete Brokerbüro Evo Capitals. Aha. Aber warum war da ein Bild von einer Frau? Das kann ich auch kaum verstehen. Ich soll sie aber begleiten. Warum Frau, weiß ich nicht. Aha. Das war vielleicht auf... jetzt schaue ich mal nach. Ein paar Sekunden bitte. Warum so eine Frau? Auf Bitcoin Cities Profit. Ja? Sie haben sich registriert. Oder wie? Weiß ich nicht. Das war halt irgendeine Werbung. Ja, das war so eine Werbung. Sie haben vielleicht was gesehen. Ich weiß nicht. Also ich wurde Ihnen zugewiesen. Soll Sie begleiten. Und meine Frage, erste Frage ist, haben Sie schon Erfahrung gehabt? Oder ist das zum ersten Mal? Ja, ich habe Erfahrung. Oder warten Sie einen Anruf von einer Frau? Nur da war ja ein Bild von einer Frau. Okay, in diesem Fall, ich versuche jetzt per E-Mail, schicke alle Informationen, alle Kontaktdaten. Vielleicht sollen Sie was erwarten. Ich rufe Sie dann in 10 Minuten nochmal an. Geht das? Weiß ich nicht. Okay, ich glaube, danke. Also, ich sollte Sie erreichen. Ich habe Ihre Daten. Ich soll Sie begleiten. Ich bin Account Manager von Evo Capitals. Also bei mir steht Ihre E-Mail-Adresse markus.lauchstange@mdccfun.de. Ist das Richtige? Ja, hört sich richtig an, ja. fun.de, ja. Sie bekommen Zugangsdaten von Ihrem Account. Yes, das ist Ihre E-Mail-Adresse. Login, Passwort. Das ist Ihr eigenes Konto, Ihrem Online-Banking ähnlich. Aha. Also wir bieten Zugang zum Finanzmarkt an und unsere Unterstützung, unsere Brokers, wir führen Forschungen auf dem Markt, wissen Bescheid, welche Position sollen sie eröffnen, um Geld zu verdienen. Und Sie bekommen jetzt Zugangsdaten, können sich einloggen auf Ihr eigenes Account. Aha. Aber da steht im Moment null. Sie sollen was investieren. Auch ein bisschen Zeit. Haben Sie die Möglichkeit, jetzt Ihre E-Mail-Adresse nachschauen? Ist das möglich jetzt? Ja. Ich habe jetzt gerade eine E-Mail geschickt. Ach so. Normalerweise, wir machen das alles online. Sie öffnen unsere Webseite. Ich erkläre Ihnen, was Sie da klicken sollen. Welche Finanzinstrumente können Sie benutzen? Und meine Frage war, ich bitte um Entschuldigung nochmal, haben Sie schon Erfahrung gehabt oder ist das zum ersten Mal? Also keine, ja?
Keine Erfahrung. Nun, das ist doch kein Problem. Sie können zum Beispiel mit technischem Minimum starten, mit kleinster Summe. Aber Sie sprechen dann mit einer Person, vielleicht ist das doch unsere Broker, eine Frau. Wie heißt denn diese Frau? Weiß ich nicht, der Name stand nicht da, da war bloß ein Bild mit einer Frau und so ein Mikrofon im Gesicht. Oh, nur, ich bin nur Account Manager, ich bin kein Broker, kein Finanzexpert, kein Analytik. Sie werden nach der Einzahlung. Also Sie sind nur Callcenter-Mitarbeiter? Genau, nur Account Manager, nur soll sie begleiten. Dann, also ich frage jetzt, was erwarten Sie von uns, ob Sie Erfahrung haben, wie alt sind Sie, arbeiten und so weiter. Und meine letzte Frage ist, wann soll Ihr Broker Sie kontaktieren? Mhm. Und auch meine Frage ist auch, mit welcher Summe wollten Sie starten? Aber, Herr Lauschlange, schauen wir mal, jetzt unsere Webseite, geht das? Ja. Sind Sie jetzt am Computer? Oder haben Sie das mit Ihrem Handy? Wir sind gleich wieder am Computer, ja. Super. Na, öffnen Sie bitte jetzt meine E-Mail. Da steht Unterstützung für Anleger als Thema. Geht das? Ja, gleich. Bitte? Vielleicht haben Sie jetzt Fragen für mich. Was soll ich denn fragen? Nun, zum Beispiel, Sie haben keine Erfahrung. Aber ich möchte auch fragen jetzt, was erwarten Sie von uns? Was sollen wir für Sie machen? Arbeiten Sie jetzt? Ich arbeite jetzt gerade nicht, ne. Nein. Na also, zum Beispiel, ich kann Ihnen jetzt erklären. Zum Beispiel, Sie sollen auch ein bisschen Zeit investieren. Natürlich, also wir bieten auch Roboter, wie Software oder Programm. Es funktioniert vollautomatisch. Mhm. Durchschnittlich, dann, Sie verdienen dann 2-3% pro Tag. Ja. Und Sie sollen aber nur Ein- und Auszahlungen selbstständig machen, von Ihrer Seite, manuell. Mhm. Aber, manchmal, was auf dem Markt passiert, diese Situation wie zum Beispiel ein paar hundert Prozent pro Tag. Und Ihr Broker, er wird Sie informieren. Per WhatsApp, telefonisch, per E-Mail. Also Sie haben jetzt eine Möglichkeit, zum Beispiel ein paar hundert Prozent pro Stunde verdienen. Falls Sie Zeit haben, das Jahr, Sie öffnen Ihr eigenes Account, Sie sprechen mit Ihrem Broker und öffnen eine perspektivreiche Position. Und Sie sollen zum Beispiel diese Position in einer Stunde schließen oder in zwei Stunden oder morgen früh oder ab 9, also Sie sollen das mit ihm besprechen. Und Sie machen das. Falls Sie keine Zeit dazu haben, keine Lust, keinen Wunsch, Sie ignorieren dann das und 2-3% pro Tag mit Roboter, vollautomatisch. Und zum Beispiel im April, so, das war so eine Geschichte im vorigen Jahr. 700% pro Tag hat diese Kryptowährung von Elon Musk ja gezeigt. Dogecoin. Ich habe das jetzt verfolgt. Und ich habe noch eine Frage. Darf ich bitte fragen, wie alt sind Sie? Wie alt ich bin? Ja. Was spielt das für eine Rolle? Nur ich soll wissen, ob Sie schon 18-Jähriger sind. Ja, bin ich. Jetzt schon, okay, jetzt reicht es nicht. Und Sie sind jetzt ohne Arbeit. Wozu haben Sie sich registriert? Was erwarten Sie von uns? Geld. Geld? Hm. Nur, also was haben Sie in dieser Werbung gesehen? Wir geben Ihnen eigentlich, schmeißen Geld oder wie? Ja. Wir geben Geld ganz einfach, telefonisch. Mit Ihrem Handy, Sie geben Kreditkartendaten und was haben Sie da gesehen? Ja. Einfach Geld schmeißen, ja, das ist unsere Aufgabe, oder wie?
War da so in der Werbung, ja. Finde ich interessant, ja, jetzt versuche ich das nachschauen. Ja, das war auf Bitcoin Cities Profit. Also wir bieten aber nur Unterstützung. Das ist doch unsere Aufgabe und unsere Arbeit. Und das klappt. Unsere Arbeit klappt, also erfolgt perfekt und super und problemlos. Zum Beispiel, falls Sie mit Bitcoin handeln möchten, ja, also das ist eine ziemlich interessante Geschichte, ja. Sie kaufen Bitcoin und verkaufen in einem Monat oder wie. Aber bei uns mit der Summe 250, mit technischem Minimum, Sie öffnen bis 10 Positionen. Ja, ein paar davon sind in Minus, aber andere sind in Plus. Und das ist unsere Arbeit. Und wir haben Finanzexperte, Analytiker und Brokers. Also Analytiker, die führen Forschungen. Finanzexperte, die wählen für Sie Strategie aus. Ich soll auch wissen, wie alt sind Sie? Warum sind Sie jetzt ohne Arbeit? Wie viel Zeit so möchten, wie viel Geld möchten Sie jetzt investieren? Dann entscheiden wir uns für die Strategie. Welche Finanzinstrumente sollen Sie jetzt besuchen? Und dann gehen wir weiter. Aber nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie Sie alt sind. Ich weiß nicht, wer sehen Sie denn beruflich? Was machen Sie dann? Ich weiß nicht, wozu Sie sich angemeldet haben. Das geht dann nicht. Dann soll ich dann auflegen. Aber meine Arbeit ist, ich soll Ihnen zeigen, was Sie da klicken sollen und wie das aussieht und was Sie da machen sollen. Jetzt enden, ich zeige Ihnen aber wie. Haben Sie Möglichkeit, jetzt unsere Webseite besuchen? Hallo. Bitte. Hä? Wenn möglich. Haben Sie Möglichkeit, jetzt Webseite eröffnen? Ja, wie heißt Webseite? EvoCapis. Ich habe per E-Mail geschickt, kann aber auch buchstabieren. Evo, wie Evolution, also Evo, Emil, Victor, Otto. Moment. Dann. Also der erste Buchstabe? E wie Emil. Ein E wie Erektionsstörung, ja? Ja. Ja. Dann V wie Victor. Ein V wie, ja, vergesslich? Ja. Dann O wie Otto. Ein O wie Organhandel? Ja. Denn? Capitals, C wie Cäsar. Ein C wie Zeppelin? Nein. Nein? Wie C wie Cäsar. Also wie, Wie Kapital oder wie, Cerberus. Also so ein halbes O. Ja. Ja. Genau. A wie Anton. Ein A wie Analverkehr, ja. Ja, dann P wie Petra. Ein P wie Penis. Kapitals, also P wie Petra, I wie Ida. Ein I wie Intimverkehr, ja. Ja, T wie Theodor. T wie Theodor Fall, meinen Sie? Naja, ich habe akustisch nicht verstanden, aber... Nicht, ja. Theodor Fall. Dann A wie Anton. Ein A wie Analverkehr nochmal, ja? Ja. Dann L wie Ludwig. Ein L wie Lutschen. Ja. Und letzte Buchstabe S wie Siegfried. Ein S wie, Sadomaso. Und denn? .com. Also ein halbes O und dann ein ganzes O. Und dann, ja, so ein Ding mit den zwei Huckeln. Ja, super, genau. Mhm. Ja, da ist so eine Blume, die da aus Geld wächst. Na und, was sollen wir jetzt machen? Ja, was muss ich jetzt da machen mit der Blume? Was sehen Sie für ein Bildschirm? Na, eine Blume, die aus Geld rauswächst. Ah, da, ja, super. Da steht, oben rechts. Entweder Login auf Englisch oder Anmeldung auf Deutsch. Nee, das ist alles auf Englisch. Auf Englisch. Da steht unser Planet. Ebenso, oben rechts.
Sie können die Sprache ändern. Ach so, ja. Und jetzt steht da Anmeldung. Genau, bitte auf Anmeldung, blaue Taste. Ja, jetzt bin ich, ach nee, doch nicht. Ja, was muss ich da jetzt eingeben? Ja, also Ihre E-Mail als Login und Passwort. Ach so. Das ist noch im Moment jetzt ganz verbindlich, da steht im Moment 0. Ich zeige Ihnen, welche Finanzinstrumente können Sie benutzen, wie das läuft. Und dann sollen Sie sich entscheiden. Ja, und welche E-Mail-Adresse muss ich da angeben? E-Mail also markus.laugstange@mdcziffern.de. Und denn? Und Passwort, großes A. Und ein kleines A auch? Nein, nein, nein. Dann stehen Ziffern 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Und dann am Ende kleines M wie Martha. Ja. Und dann, also, ja, das haben Sie sich eingeloggt. Ja. Na und, jetzt sehen Sie vielleicht Grafiken, ja? Was für ein Ding? Sie sehen jetzt Grafiken und da links, da stehen Finanzinstrumente, die Sie benutzen können. Favorites, Währungen, Commodities, Stocks, Indices, Krypto. Sehen Sie das? Also, das sind Finanzinstrumente, die Sie benutzen können. Ja. Und zum Beispiel, also, aber ich bin kein Broker. Okay, rufen Sie an. Zum Beispiel, falls Sie auf langfristige Zusammenarbeit gezielt sind. Zum Beispiel, Sie öffnen Positionen mit Aktien. Also Tesla-Aktien im vorigen Jahr haben 800% gezeigt. Sie öffnen mit Aktien zum Beispiel für ein paar Monate. Und zum Beispiel, falls Sie auf kurzfristige Zusammenarbeit gezielt sind, dann mit Kryptowährungen. Die sind sehr volatil und mit Robotern, Sie verdienen was. 2-3% pro Tag. Mhm. Aber natürlich, wir benutzen auch Währungspaare, da Rohstoffe, auch Gold und so weiter. Und Sie können das verfolgen. Sie können Ihr Passwort ändern. Da sehen Sie Vor- und Nachname von Ihnen oben in der Mitte. Sie klicken. Können Sie das machen, bitte? Und da sehen Sie Chat, persönliches Konto und Abmelden. Klicken Sie auf persönliches Konto, bitte. Ja. Da steht Konto-Details, Überprüfungszentrum, Auszahlung und Konten verwalten. Also, wo Sie Passwort ändern können. Na und können dann Auszahlung machen und so weiter. Ja. Vielleicht haben Sie jetzt Fragen für mich. Sie klicken auf Konto Details, da steht Profil und Passwort ändern. Natürlich, Sie können Ihr eigenes Passwort ändern. Ja. Sie sollen Ihr eigenes Passwort selbst wissen. Ja. Was noch? Was soll ich auch erklären? Also, das sind Finanzinstrumente. Oder zum Beispiel, klicken Sie bitte auf Krypto. Da, links. Finanzinstrumenten wie Währungen, Commodities, Stocks. Ja. Das steht auch in. Klicken Sie auf Krypto. Erste Position ist Bitcoin, Dollar. Ja. BTC, USD. Klicken Sie bitte auf BTC, USD. Jetzt sehen Sie, was mit Bitcoin passiert. Nur als Ihr Broker, als er erklärt Ihnen, hat mehr Informationen. Für Forschungen, weiß Bescheid, was mit Bitcoin wird passieren. Ja, der Bitcoin kackt gerade ab. Ja, bitte. Er kackt gerade ab hier. Was meinen Sie also, wie steht denn mit Bitcoin? Ja, der kackt gerade ab, der Bitcoin. Ja, genau, kann auch sein. Natürlich, ja. -1,15%. Ja. Kann aber jetzt zum Beispiel kaufen. Bitcoin also wird auch steigen, vielleicht nicht so viel, aber bis $49.000.
Warum nicht? Etwa 2-3% können Sie schon verdienen. Und zum Beispiel, wir benutzen diese Begrenzungen wie Stop-Loss und Day-Profit. Und natürlich, falls was passiert, also Sie sehen das und sehen schon, was Sie verdient haben. Zum Beispiel, Sie machen jetzt Einzahlung und schon in einer Stunde zum Beispiel. Sie öffnen Positionen in einer Stunde, Sie sehen schon, was Sie verdient haben. Ja, das kann auch nicht sehr viel sein, ein paar Prozent. Kann auch 20 Cent zum Beispiel mit einer Position, 13 Cent mit anderer. Und dann sehen Sie, wie das funktioniert. Sie sprechen mit einem Broker, Sie verstehen, was für eine Person ist das. Vielleicht ist das auch eine Frau. Und dann sollen Sie sich entscheiden, ja, vielleicht sollen Sie mehr investieren. Vielleicht, das gefällt Ihnen nicht, machen dann Auszahlung, dann haben Sie hören. Und soll ich jetzt auch abfragen, also Einzahlung gefolgt mit Kreditkarte oder per Banküberweisung. Sind Sie bereit, was investieren für heute? Mhm. Dann also da in der Mitte steht Einzahlung. Das ist aber mit Kreditkarte möglich. Da steht aber auch Wire. Oder? Oh, leider nicht. Also es geht auch per Banküberweisung, aber ich schicke dann Bankdaten. Entweder per E-Mail oder per WhatsApp. Sind Sie neu? Bitte? Sind Sie neu? Ja, ich arbeite nicht so viel. Ja. Was haben Sie denn vorher gearbeitet? Das darf ich aber nicht besprechen. Warum nicht? Schon eine ganz normale Frage. Nein, darf ich nicht sagen. Ich soll nur besprechen, also Kontoaktivierung. Mhm. Und ich bräuchte auch irgendwelche Daten von Ihnen, aber ich darf das nicht besprechen. Aha. Und nun? Na und was sagen Sie dazu? Also sollen wir Ihre Einzahlung heute erwarten? Entzückend. In der Zukunft? Nee, entzückend. Na und Ihr Account... Bitte? Entzückend. Was heißt das? Ja, ich bin, genau. Na und Ihr Account bleibt, gültig ein paar Tage, vielleicht heute und morgen. Das ist nicht, also kein Problem, also ich werde Sie nicht mehr belästigen. Aha. Warum machen Sie so einen Job? So einen Job? Ich möchte doch auch ein bisschen Geld verdienen, soll irgendwas machen, aber ich bin im Moment kein Finanzexperte, aber vielleicht in der Zukunft. Ich bekomme doch ein Wissen, wie das funktioniert. Dann. Mhm. Gab es da keinen anderen Job? Im Moment ja. Mhm. Ja. Und dann macht man was Illegales? Illegales? Mhm. Ich aber helfe die Leute also nur bei der Kontoaktivierung. Was mache ich denn illegal? Ja, anrufen zum Beispiel. Sie haben sicher gestört und wir bitten unsere Aufgabe ist zu helfen. Zu helfen, das Konto zu erleichtern. Ja, es klingt auch so. Ich würde vorschlagen, Sie suchen sich ganz schnell was Neues. Irgendwas Seriöses. Ich habe daran auch gedacht. Ja. Ja. Vielleicht soll ich auch was Neues suchen. Weil das ist ja nicht seriös da. Ja, ich habe darüber auch gedacht, aber... Und was meinen Sie, suchen Sie jetzt Arbeit? Und welche Arbeit haben Sie denn? Ich? Für mich. Suchen Sie jetzt auch Mitarbeiter? Ja, momentan brauche ich noch keine Mitarbeiter. So viel Geld kommt von den Werbeeinnahmen noch nicht rein auf YouTube. Aber zeitlich gesehen könnte ich einen Cutter ganz gut gebrauchen. Für ein paar anständige Videoübergänge. Entschuldigung, verstehe ich nicht so gut. Das kann ich aber nur auf Provisionsbasis machen. Irgendwie so, weiß ich nicht, 10% pro Video von den Einnahmen. Also in diesem Fall, also ich lasse dann meine Zeit sparen. Verlauf sagen, Markus, ich lege dann auf. Dann bei Fragen, Sie können auf meine E-Mail antworten oder in Chat. In
unserer Webseite kommunizieren. Hm. Okay? Ja. Dann vielen Dank Ihnen für das Gespräch. Ja, bleiben Sie bitte vorsichtig. Aber natürlich wünsche ich Ihnen alles Gute in diesem Jahr. Ja. Alles klar, danke schön. Tschüss. Tschüdelü. Hm? Hallo, schönen Tag. Ja, ist Rentorte Holger? Ja. Herr Holger, am Apparat ist der Kontoberater Safir Frank aus der Handelsplattform. Aha. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Können Sie mal lauter sprechen, bitte? Ja, Ihre Verbindung ist ganz furchtbar. Okay. Herr Holger, haben Sie an Ethereum Interesse gezeigt, ja? Überhaupt an Kryptowährungen? Ja, grundsätzlich schon, ja. Hm. Ah, vielleicht sind Sie schon ein Trader. Nee. Aha. Und jetzt möchten Sie vielleicht mit vollautomatisierten Systemen arbeiten. Was heißt das? Bitte? Was heißt das? Also mit Roboter, ja? Hier fällt menschlicher Faktor, das Risikomanagement ist auf höchstem Niveau. Gibt es auch eine Stop-Loss-Option, das heißt, System lässt keine Verluste zu. Aha. Ich meine, wenn Sie Trader, ja, bevorzugen Sie diese Variante. Ja, Ihre Leitung ist, wie gesagt, ganz furchtbar, man versteht sie kaum. Okay, das ist Ihre Entscheidung, Herr Holger. Nur eine kleine Empfehlung von unserer Seite. Nach der Aktivierung können Sie sich verstehen Sie eigentlich auch Deutsch oder kommt da nur Müll? Also ich bin Französin, aber seit 3 Jahren arbeite ich hier in Berlin als Angestellterin. Ja, das ist sehr traurig, dass Sie dann immer noch kein Deutsch können. Was ist traurig? Für Ausländer traurig ist oder sowas? Ja, Ihr Deutsch ist traurig. Stoppt das Ihnen? Ja. Wovon? Hä? Ihre Fragen ergeben gar keinen Sinn. Sie reden völlig wirres Zeug. Herr Holger, gibt's ein Problem, dass Sie jetzt mit einem Ausländerin sprechen? Nö, das Problem ist, dass ich mit einer Kakerlake spreche, die kein Deutsch kann. Kein Deutsch? Ja. Was meinen Sie, ist das so, dass ich hier als Angestellterin arbeite? Hm, genau das meine ich. Gehen wir weiter, oder sind Sie so, also rassische Folge? Was für ein Ding? Sie bitte? Ja, genau. Also, als zuerst sprechen Sie ganz, 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 ganz langsam und nicht laut. Als zuerst kann ich Ihnen nicht verstehen. Ich soll langsam mehr sprechen? Nein, nein. Nein? Nur ein bisschen lauter. Nur ein bisschen lauter, ist jetzt so besser? Hören Sie mich jetzt? Können Sie mich jetzt verstehen? Nicht schreien, sondern ganz normal sprechen. Ja, mach ich doch. Ja. Okay. Ja. Mit welchem Variant möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Murmeln. Was heißt das? Haben Sie Online-Wallets? Ja, Sie haben mich doch gerade gefragt und ich habe geantwortet. Okay, was ist das? Online-Plattforms oder Online-Wallets? Ja. Aha. Was für eine Krypto haben Sie dort, damit ich auch richtige Adresse Ihnen schicke? Momme! Was? Ethereum haben Sie noch nicht. Was ist das? Mein Lieber, wenn Sie Online-Wallets haben, ja, Online-Wallets, welche Krypto haben Sie dort? War das eine Beleidigung? Okay, nochmal frage ich. Welche ja, funktioniert Ihr Gehirn? Wie bitte? Wie bitte? Meine ja, genau das meinte ich. Frage ich. Was meinen Sie? Na, hab ich doch gesagt. Moment, ja, genau. Haben Sie. Was denn nun? Okay, ja, genau, das haben Sie richtig erkannt. Hallo? Hallo? Ja? Haben
Warum antworten Sie nicht auf meine Fragen? Hallo? Jetzt hören Sie mich. Ja, warum antworten Sie nicht? Warum höre ich meine Stimme zweimal? Weiß ich nicht, vielleicht ist Ihr Telefon kaputt. Nein, ich möchte mit Ihnen nicht weitergehen. Nein, möchten Sie nicht weitergehen? Können Sie nicht laufen? Sind Sie behindert? Funktioniert da was nicht? Brauchen Sie einen Rollstuhl? Kann ich Ihnen vermitteln? Meine Oma hat noch einen über. Meine Oma ist auch gehbehindert. Meine Liebe, kann ich jetzt ja? Fragen einfach, was brauchen? Ja, dann fragen Sie doch. Okay, Sie haben einige Fragen? Ja, aber Sie antworten ja nicht. Okay, dann fragen Sie. Ich höre Ihre Stimme nicht so gut, weil ich höre meine Stimme. Ja, vielleicht ist ja Ihr Telefon kaputt. Habe ich Ihnen ja schon gesagt. Nee, ja, einfach, genau, wie gesagt, Ihr Telefon scheint ja kaputt zu sein, weil das funktioniert irgendwie bei Ihnen nicht so richtig. Sie reden mir ja auch immer ins Wort die ganze Zeit. Ja, Sie reden mir ja die ganze Zeit ins Wort. Sie reden mir die ganze Zeit ins Wort. Hallo, reden Sie weiter immer ins Wort oder können Sie auch mal zuhören? Warum reden Sie mir immer ins Wort? Sie reden mir die ganze Zeit ins Wort und jedes Mal, wenn ich eine Frage stelle, dann reden Sie mir ins Wort und dann kann man die Frage auch gar nicht beantworten. Ja, ich habe doch meine Frage bereits gestellt, aber Sie antworten ja auch mal nicht. Ja, Sie müssen jetzt reden Sie mir schon wieder ins Wort. Und schon wieder reden Sie mir ins Wort. Die ganze Zeit reden Sie mir einfach ins Wort. Ja, genau. Jetzt machen Sie das schon wieder. Ich mache zu sprechen Sie. Ja. Ja, sprechen Sie, hören. Ja, habe ich doch, aber Sie reden doch immer dazwischen. Entschuldigung. Arbeiten Sie? Haben Sie Arbeit? Ich habe Arbeit, ja. Momentan arbeiten Sie? Ja, jetzt im Momentan nicht. Jetzt bin ich ja zu Hause. Okay, momentan, Sie sind jetzt zu Hause. Wo zum Beispiel? Hause, aber wo? In welchem Zimmer sind Sie? Jetzt aktuell im Büro. Oder im Wohnzimmer zum Beispiel? Nee. Nee. Okay, zum Beispiel, wie viele Leute momentan hören mich? Weiß ich ja nicht, wie viele bei Ihnen dazuhören. Ist ja sehr laut da bei Ihnen. Ich frage Ihnen einfach, wie viele Leute gibt es und wie viele Leute hören mich momentan? Ja, weiß ich doch nicht. Ich bin dran und ich weiß ja nicht, wie viele Leute da bei Ihnen zuhören. Meine Liebe, denken Sie, dass wir sind einfach dumm oder sowas? Ja, genau. Sie haben es ganz richtig erkannt. Genau, erkannt. Aber die erste dumme Person sind Sie. Ja? Und warum machen genau. Sie denn so einen Job? Leute betrügen und bescheißen und Menschen abzocken. Sie sind Betrüger und Abzocker, nichts weiter. Krimineller okay, Bandenbetrug. Das ist in Deutschland okay, illegal. Okay, prüfen Sie, dass wir machen Abzocker. Ich warte. Ja. Okay, ich warte dann. Worauf denn? Es ist einfach nicht schön, wenn Sie machen Registrierung. Hatten Sie heute schon Stuhlgang? Das, war der cremig oder eher fest? Ende. Hören Sie bis zum ja, Sie Ende. Reden ja immer dazwischen. Sie hören ja auch nicht bis zum Ende. Ne, was Antwort geben? Sie hören mich nicht. Ja. Okay, meine Liebe. Wenn Sie sagen, wir machen einfach Abzocke, ja. Sollen wir es einfach prüfen. Ja. Richtig. Genau. Richtig. Okay, dann geben Sie mir Prüfungen. Was haben Sie gemacht? Wie Sie können einfach 100% sagen, dass wir machen Abzocke. Ja, habe mich bei einer Abzocker-Werbung angemeldet und dann... Schönen Tag, ich spreche mit Herr Michel. Das ist mein Vorname. Ha. Michel Aufgang. Ja. Richtig? Genau, Herr Aufgang. Herr Aufgang, ich bin Ihre Kontoberaterin, Sia Fischer von Globales Finanzmarkt. Okay. Sie, das, Sie sind momentan unsere Plattform und Sie wollen Ihre Handels beginnen. Habe ich da was falsch gemacht? Sie haben Registrierung gemacht und Sie sind momentan unsere Plattform. Habe ich da was falsch gemacht, weil Sie mich anrufen? Nein, 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 nein. Sie verstehen nicht, was ich meine, Herr Michel. Sie haben gerade unsere Website Inertia Finance und Sie wollen Ihre Handels beginnen bei uns. Hm? Ja, aha, also das ist Ihr erste Mal, dass Sie wollen Ihre Handel beginnen, oder Sie haben schon Erfahrung? Ja, es ist das erste Mal. Erste Mal. Sehr gut. Und welche Produkte Sie wollen investieren, Ihre Geld? Also Sie wollen mit Kryptowährungen anfangen oder Rohstoffen oder Aktien? Weiß ich noch nicht so richtig. Sie wissen nicht. Okay, und wie viel Sie wollen anfangen, Ihre Handel, Herr Michel? Nicht Herr Michel. Was? Herr Aufgang. Alles klar, Herr Aufgang. Ja. Alles klar, wie viel Sie wollen anfangen, Ihre Handel und was Sie sehen momentan, unsere Website.
Nee, da war gar nichts. Das ging nicht weiter. Hier steht nur Glückwunsch und dann klicken Sie, um Handel zu beginnen. Ja, genau. Das steht also neues Konto. Sie sollen die neues Konto klicken. Danach sehen Sie Ihre persönliche Information. Sie sollen das schreiben. So was steht bei mir nicht. Was? So was steht bei mir nicht. Okay, sagen mir bitte als Anfänger, wie viel Geld Sie wollen investieren? Na, ich bin doch gar nicht auf eurer Seite. Doch, Herr Michel, Ausgang, Sie sind unsere Website in erster Feine. Sie probieren Ihre Konto zu aktivieren. Jetzt, ich will Ihnen zu helfen. Okay. Ja, jetzt sagen mir bitte, was sehen Sie gerade? So eine gelbe Seite mit einem blauen Pfeil in der Mitte und so ein weißes Fenster und da steht, Ihre Sicherheit ist unsere Priorität. Hohe Auszahlungsoptionen und irgendwas mit neu. Kryptowährung für Anfänger und Fortgeschrittene. Und dann steht ganz unten hier, klicken, um mit dem Handel zu beginnen. Wieder nochmal Ihre E-Mail und Sie können das nochmal öffnen, okay? Aber Sie rufen mich doch an, also muss doch was geklappt haben, oder nicht? Was? Ja. Okay, jetzt öffnen Ihre Mail. Ich schicke Ihnen Mail. Okay. Wie alt sind Sie, Herr Aufgang? Was spielt das für eine Rolle? Was? Was das für eine Rolle spielt? Ja, Sie sind unsere Kunde und ich will nur einfach wissen, wie alt sind Sie? Okay, und wie alt sind Sie? Ich bin 28 und wie alt sind Sie? Ach so, ich bin 29. Sehr gut. Aha, und jetzt ich probiere Ihnen zu helfen, Herr Michel. Also, nach Aktivierung, Sie können arbeiten mit professionellen Finanzisten unserer Plattform. Ja. Hallo, warum Sie sprechen mir, Herr Michel? Ich habe doch ja gesagt. Was? Ja. Genau. Was? Ja, was denn? Was möchten Sie denn? Ich hab schon gesagt, mein Gott. Nö. Ich probiere Ihnen zu helfen. Sie haben angemeldet, online globales Finanzmarkt. Ja. Sie wollen Ihren Handel beginnen. Aha, jetzt, ich will verstehen, wie viel Sie wollen investieren, welche Methode Sie wollen das machen. Haben Sie Kreditkarte oder Sie haben Online-Banking? Was Sie haben überhaupt? War das eine Beleidigung? Sie sind ein bisschen komisch, diese Person, Herr Michel. Wollen Sie, dass wir arbeiten zusammen weiter oder nein? Ja, wenn Sie so rüpelhaft am Telefon sind, dann wohl eher nicht. Was meinen Sie? Können Sie nochmal sprechen wie ein normales Mensch? Ja, sind Sie kein normaler Mensch? Ah, sagen mir bitte, wie viel Sie wollen Geld investieren, diese Plattform? War das eine Frage? Was? Ob das eine Frage war? Ja, das ist eine Frage. Okay, dann formulieren Sie die bitte mal nochmal so, dass ich die auch verstehe, die Frage, weil ich verstehe die Frage nicht. Das ist Finanzmarkt, was Sie verstehen nicht. Habe ich doch gerade gesagt, was ich nicht verstehe. Ich dachte, Sie was? Wollen mir helfen, aber irgendwie... Ja, ich will Ihnen komisch. Zu helfen. Ich frage jetzt, was sehen Sie unsere Plattform? Sie sind online. Na, ich bin ja auf thebitcoinhood.com. Sie sind Inertia Finance. Was? Sie sind Inertia Finance. Nee, ich bin jetzt aktuell auf der Webseite. Okay, jetzt gehen Sie zurück auf Ihre E-Mail. Ich habe geschickt Ihnen einen Link. Achso, ich soll bei E-Mail gucken. Ja. Ja, dann haben Sie WhatsApp auch diese Nummer? Nee, das ist ja eine Festnetznummer, wo Sie mich anrufen. Da steht Sia Fischer. Was? Da steht Sia Fischer. Ich verstehe das Wort nicht. Steht da Sia Fischer, was? Sie verstehen nicht. Ja, was Sie... Sie hören nicht gut? Naja, Sie sprechen nicht sehr deutlich. Haben Sie E-Mail bekommen? Ja, habe ich doch gesagt, ich logge mich gerade ein. So, wie heißen Sie denn da?
Sia Fischer, da steht Sia. Was steht da? Einen Link. Ja, und wie heißt die E-Mail-Adresse? Ich habe gesagt, Sia Fischer. Wie schreibt man das? Dann suche ich mal danach. Hallo? Ja? Ja, wie schreibt man das? Dann suche ich mal danach. Kleinen Moment. Warten Sie kurz. Ich finde Ihnen jetzt in WhatsApp auch. Hä? WhatsApp? Ja. Ja, habe ich doch gesagt, habe ich nicht. Ja, ich sehe es. Sie haben kein WhatsApp auch. Ja. Sehen Sie seriös als Person und Sie wollen den Handel beginnen bei uns oder nein? Was soll denn die Frage jetzt? Herr Michel. Ja, was denn? Sie sind ein blödes Mann oder ein normales Mann? Sind Sie doof oder was? Haben Sie irgendwie einen Dachschaden? Geht's Ihnen irgendwie nicht gut? Sind Sie zu viel am Kleber geschnuppert? Also irgendwas stimmt mit Ihnen nicht. Unfreundlicher und ekelhafter wie Sie geht's ja wohl nicht. Und bei Ihnen soll ich irgendwie was einzahlen? Sie haben ja wohl irgendwie einen Schaden. Okay, Sie haben kein Interesse über das und Sie haben nur verschwendet meine Zeit. Ja, ich habe kein Interesse an Betrügern und Leuten, die unfreundlich am Telefon nicht sind. Nicht, du bist Betrug. Ja, das sieht man, so wie du agierst oder Ja, grüß Gott, Herr Lausenbegel. Eugen Möller ist dran, Manager von der Finanzberatung GW Capital. Herr Lausenbegel, ich sehe gerade, dass Sie bei uns in Handelskunde euch haben, nichts nebengekommen in den Börsenhandel. Ja, ich habe da auch so eine Werbung geklickt, ja. Genau. Das ist ja unser Partner. Die machen Werbung für uns. Also wir sind die Zentrale, Evo Capitals. Ich schicke Ihnen nachher, ich habe hier Ihre E-Mail-Adresse eingetragen, ich schicke Ihnen nachher den Zugang zu dem Handelsplattform, zu dem Handelskonto. So, Herr Lausenberg, ich wollte Ihnen kurz erklären, erstmal, wie wir arbeiten, damit Sie Bescheid wissen. Ja. Wir sind die internationale Finanzberatung, direkt an die Börse angeschlossen und wir geben unseren Kunden zwei Möglichkeiten. Nebenbei bei der Börse Geld verdienen. Einmal können wir ein spezielles Programm installieren, das automatische Handelssystem. Also das ist sogenannte Roboter, der automatisch für Sie sozusagen handelt. Der sucht passende Angebotsnachfrage, öffnet die Position und die wird dann ebenfalls, also inklusive dem Gewinn, geschlossen. Die andere Möglichkeit wäre die Zusammenarbeit mit einem von unseren Finanzberatern. Das ist ein erfahrener Börsentrader, der kann Sie kontaktieren, wann Sie Termin geben und Ihnen die Tipps geben, was an dem Moment bei der Börse lukrativ ist. Zwei, drei Varianten. Und dabei sagt Ihnen, wie viel können Sie bei jeder Variante verdienen. Wenn Ihnen etwas gefällt, dann gehen Sie selbst ins Ihr Handelskonto rein und damit einen Klick zur Börse und er hilft Ihnen, die Position da zu finden und zu öffnen. Ist das soweit klar? Die Positionen, die werden auch ebenfalls automatisch geschlossen, sobald das Ziel erreicht ist. Bei jeder Position, bevor Sie das öffnen, wird da sozusagen ein Gewinn fixiert. Und sobald dieser Gewinn da erreicht ist, also die schließe ich da automatisch. Da brauchen Sie nicht extra Verfolger oder da reingehen. So. Und so arbeiten Sie halt. Also nach Ihrem Wunsch und Laune, also in dem Ausmaß, Sie selbst entscheiden. Und falls Sie dieses Geld brauchen, dann also ist dieses Handelskonto, das Sie gerade angelegt haben, mit Ihrem Bankkonto gebunden. Da können Sie das problemlos jederzeit das auszahlen lassen. Aha. So, ist das Ihnen soweit klar, Herr Lausenbegel? Ja. Ja, so, jetzt zum Ausgabe. Also, das Beste ist, dass wir kosten persönlich Ihnen gar nichts. Also, wir bekommen unser Geld provisionsmäßig direkt bei der Börse. Die einzige Ausgabe, die auf Sie zukommt, um das Handelskonto zu aktivieren und mit dem Handel zu beginnen, muss ein Mindestbetrag von 300 Euro drauf sein. Von diesem Geld können Sie dann also mit je 50 Euro bei jeder Position einsteigen. Herr Lausenbegel? Ja. Ja. Also, die einzige Ausgabe 300 Euro. Ist ein Mindestguthaben, was an Ihrem Handelskonto sein muss, bevor Sie überhaupt mit dem Handel beginnen. So, ist das für Sie möglich? Ja. Ja, okay. Wie möchten Sie das Geld einzahlen? Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder Online-Banking oder mit der Karte. Master oder Visa, direkt. Was ist denn da besser? Online-Banking? Na, was ist denn da besser? Ja, besser ist der einzige Unterschied. Also mit der Karte ist das Geld direkt da
Und mit der Online-Banking müssen wir 2 Tage warten, bis das Geld tatsächlich da ist. Ach so. Was wäre es für Sie? Weiß ich nicht, was ist denn da besser? Das ist egal, also wir können das mit der Karte machen direkt. Falls Sie eine Visa oder Master haben, können wir das direkt versuchen. Mhm. Oder ich schicke Ihnen, also das ist ja viel einfacher, also die Überweisungsdaten, da können Sie die Überweisung locker machen. Und aber 2 Tage warten Sie halt. Ja. Bis wir da anfangen. Geht es? Ja. Okay, sagen Sie mal bitte, so ich habe hier Ihre E-Mail-Adresse stehe, gerald.lausenberger@mdccfun.de. Stimmt es? Mhm. Also soll ich an die E-Mail-Adresse die ganze Daten schicken? Was denn für Daten? Ja, die Überweisungsdaten. Ich dachte, das und Zugang zu Ihrem Handelskonto. Bitte? Ich dachte, das andere ist besser. Ah, Sie meinen mit der Karte? Mhm. Ja gut, wenn Sie eine haben, dann können wir das gleich machen. Ja. Okay. So, Sie sind jetzt online. Ja, gleich wieder am Computer, ja. Also soll ich am okay, Computer gehen? Dann gehen Sie rein. Bitte? Soll ich am Computer gehen? Natürlich, ja. Dann gehen Sie nochmal online, dann probieren wir halt. Und wo muss ich das machen? Sie waren gerade online, oder soll ich Ihnen das nochmal die Daten zuschicken? Ich geh mal gucken, Moment. Gut. Ah ja, hier habe ich so eine Seite, ja. Super, da steht es in der Mitte einzahlen. Mhm. Und wenn Sie da drauf klicken, da öffnen Sie die diverse Abkürzungen und Sie nehmen die zweite von oben, die Buchstaben VPS2. Bitte. Warum? Weil die gilt halt für die Karte. Und die anderen? Und die anderen, je nachdem, also. Es hängt von dem Land ab. Ach so. Ja, und dann? Ja, dann, also, sehen Sie so eine Zeile stehen, da geben Sie bitte 250 ein. Mhm. Und dann auf B bitte. Mhm. So, und weiter halt, da kommen Sie schon alleine zurecht. Und dann? Ja, das sind die diverse Spalten, die müssen Sie dann erfüllen. Ja. Also da kommt die Name, Vorname von Ihnen, E-Mail, Telefonnummer, also Stadt. Da kommt bei mir nur Error. Error kommt? Hm. Eine. Also, da müssen Sie nochmal zurück und in der Zeile, das ist ganz wichtig, müssen Sie 250 eingeben. Warum? Weil 250 Euro ist ja Mindestguthaben, also mit dem, also Ihr Handelskonto aktiviert wird. Aber da stehen ja 50 drin. Und Minimum 10. Ja, 50 ist der Betrag, mit dem Sie bei der Position einsteigen können. Aber als Guthaben hervorschreiben müssen mindestens 250 auf Ihrem Handelskonto als Basis da sein. Und dann von diesem Geld können Sie mit je 50 pro Position investieren. Mhm. Warum? Ja. Ja, und warum? Warum was? Verstehe nicht. Na, wenn 50 ausreichen, warum muss ich denn 250? 250 ist das Mindestguthaben, was auf Ihrem Handelskonto da sein muss, um überhaupt damit positionmäßig einzusteigen. Okay. Wenn Sie nur 50 einzahlen, da können Sie keine einzige Position bei der Börse betätigen. Nicht? Aber man kann doch auch mit 5 Euro bei der Börse handeln. Mit 5 Euro? Ja. Wo? Bei welcher Börse können Sie mit 5 Euro handeln? Bei Binance zum Beispiel. Bei Binance können Sie nur mit Krypto handeln. Nee, das stimmt nicht. Und wir sprechen über die normale Börse. Ja, bei uns sind alle Bereiche vorhanden. Bei Binance? Rohstoffe, Währungen. Ja, das habe ich bei Binance DAX. Auch. Bitte? Ich sage, das habe ich bei Binance auch. Nee, Sie sind bei uns. Ja. Bei uns haben Sie Handelskonto registriert. Nicht bei Binance. Ja, aber da habe ich doch auch eins. Ja, da haben Sie auch eins, okay.
Kein Problem, aber da gelten eine Vorschriften, hier die anderen. Mhm. Also, wenn das möglich wäre, wiederholen Sie bitte den Vorgang, geben Sie den richtigen Betrag ein und dann also fahren Sie fort. Mhm. Und dann? Also, wo sind Sie jetzt momentan? Im Büro. Ich meine, beim Vorgang, meine ich. Ach so. Ja, da steht wieder Error. Also Sie haben da 250 eingegeben und dann haben Sie auf WPS2 gegangen. Mhm. Und hat's nicht geklappt? Nee, da steht Error. Error, dann also, wahrscheinlich also funktioniert es momentan nicht. Dann schlage ich vor, ich schicke Ihnen die Überweisung, sagen Sie, machen ganz normale Online-Banking. Ja. Geht es? Ja, da muss ich dann zur Bank gehen. Bitte? Da muss ich dann zur Bank gehen. Ach, zur Bank. Ah, unabhängig haben Sie nicht. Mm-mm. Na gut, dann also, falls es Ihnen bequem ist, also, dann gehen Sie heute oder morgen zur Bank. Ich schicke Ihnen jetzt die ganzen Daten per E-Mail. Und dann? Ja, dann also, wenn Sie die Einzahlung gemacht haben, schicken Sie bitte per E-Mail ein Foto oder ein Scan vom Zahlungsbeleg. Ich leite das an die Buchhaltung weiter und Ihr Handelskonto wird aktiviert. Und da melde ich mich und wir vereinbaren Termin mit dem finanzzuständigen Finanzberater, der Sie dann betreuen wird. Mhm. Wissen Sie, dass das kriminell ist, was Sie machen? Was kriminell ist? Na, das, was Sie hier gerade am Telefon machen. Das nennt man bandenmäßigen Betrug. Inwiefern? Ja, das ist bandenmäßiger Betrug. Bandenmäßiger Betrug? Ja. Und wo liegt das Betrug? Ja, indem, wenn ich da Geld einzahle, ist es weg. Wieso ist es weg? Ja, Sie zahlen das nicht an uns, das ist an Ihr persönliches Handelskonto. Ja, das ist ja Quatsch. Auf Ihren Familienname. Das ist Quatsch. Das passiert ja dann nachher nicht. Also, natürlich. Nee. Ich schicke Sie in die Überweisungsdaten, schauen Sie selbst. Mhm. Genau. Da steht Ihr Name beim Verwendungszweck. Ja, ja, das kann man ja da hinschreiben. Das interessiert ja nur keinen dann. Herr Lassenberg, da versteht ihr überhaupt nicht. Wenn Sie meinen, dass das irgendwie kriminell oder dubios ist, wieso haben Sie da Handelskonto registriert? Weil ich den Anruf haben wollte. Na, und jetzt haben Sie es. Weiter? Ja. Und dann kann ich Zeit von euch verplempern. Zeit was? Zeit verplempern. Mhm. Ja. Also, finden Sie das lustig? Ja. Ich finde das ganz nett. Hm? In okay. In der Zeit, wo wir telefonieren, können Sie keinen anderen betrügen. Alles klar. Ja. Gut. Vielen Dank. Alles Gute für Sie. Dann bis später vielleicht. Bella. Das Hörspiel ist nun leider zu Ende. Aber keine Sorge, hier siehst du jetzt noch eine Auswahl mit vielen weiteren Videos. Schau doch da gerne nochmal vorbei. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.